Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Battle Play Pokémon XY Oras Online-Kämpfe. Heute geht es weiter mit dem guten Poké-Cookie mit unseren Gen-Battles. Und er schreibt mir gerade auch schon. Erstmal good luck, have fun, natürlich. Es geht weiter mit der sechsten Generation. Heute die ersten fünf haben wir schon hinter uns. Zuletzt Gen 5, wo wir ja auch gewonnen hatten. Somit führen wir jetzt 3 zu 2. Jetzt muss der gute Poké-Cookie aber auch nachziehen, damit es dann wieder Gleichstand steht. Denn dann haben wir ein wunderschönes, spannendes Endmatch dann, wo wir alle Generationen zeigen werden. Was habe ich denn überhaupt für Pokémon dabei? In der sechsten Generation gibt es leider nicht so viel Auswahl, umso weniger habe ich also auch dabei. An Auswahl, trotzdem ziemlich viel Tryhardshot, muss ich sagen. Es ist dabei Brigaron, Quajutsu, Fiaro, Elezard, Calamanero und Durengard. Quajutsu und Durengard gelten bei meinen Regeln ja noch nicht als Uber. Bei Smogon schon, ich weiß. Dann habe ich auch noch Fiaro dabei, also da ist schon einiges dabei, was ziemlich hart werden kann. Auch in Walls fehlt es mir so ein bisschen. Durengard kann zwar in der defensiven Form gut aushalten und Brigaron in der physischen, aber sonst. Ich wollte mir auch unbedingt noch einen Arktilas holen, das heißt, ich habe mir schon eins gezüchtet, aber es ist noch nicht trainiert. So, ich bin gespannt, was der Gute da für uns dabei hat. Und oh, alles klar, das wird interessant. Wie hieß es jetzt noch? Pumpkin oder so? So hieß es, glaube ich, ne? Ist mir scheißegal, ich weiß, was ich aufschreibe, auch wenn ich es gerade total falsch aufschreibe. Mir fällt nur gerade das erste Pokémon hier auf, Monogoras. Felinar habe ich schon lange nicht mehr gesehen im Gegnerteam. Überhaupt mal. Dabei ist es ja Overused eingeschätzt, meine ich ja. Also dafür, dass es Overused sein soll. Fiaro habe ich auch erstmal falsch geschrieben, ist mir scheißegal. Diancie. Tandrak. Na, Tandrak muss ich mir auch noch machen. Habe ich noch eine spezielle Wolle in der sechsten. Okay. Ich fange, wie ich schon geplant habe, mit meinem Adriel an, also mit meinem Elezard. Er hat auch keinen Boden-Pokémon, soweit ich sehe, kann also keine Elektroattacke abfangen. Er hat doppelt Gestein dabei, wie ich sehe, und doppelt Rache. Feuerflugfee und... Ja, ist eigentlich ganz gut ausgeglichen. Hat auch Defensive dabei. Pumpkin kann man gut physisch defensiv spielen. Monogoras hält er auch einiges aus. Speziell defensiv Tandrak vor allen Dingen und Felinara kann er auch einiges aushalten. Und Diancie und Fiaro sind jetzt zum Sweepen gedacht. Fiaro physisch und Diancie speziell, also hat er auch einiges mitgenommen. Aber ich ebenfalls. So. Er schreibt mir auch gerade, Quajutsus Uber-Freundchen, Hurengard auch. Hurengard, ja. Nicht in meinen Regeln. Schreibe ich nochmal, falls er es vergessen hat. So, schnell nochmal auswählen. Hauptsache Elezard nach vorne. Anscheinend wusste er es nicht mehr genau. Vielleicht hat er das Info-Video dazu nicht mehr ganz im Kopf. Aber es ist tatsächlich erlaubt. Pumpkin, Monogoras, Felinara, Fiaro, Diancie und Tandrak. Und im Hintergrund Musikstück Nummer 6, passend zur 6. Gen quasi. Ah, das ist das Boss-Theme für Aquamagma, sehr cool. Aber sehr leise, oder? Wird gleich lauter wahrscheinlich. Ja, okay, wird lauter. So, Diancie, damit will er gleich anfangen. Ist anscheinend sein Mega, soweit ich das vermute. Von Typ Gestein Fee. Okay, ich kann jetzt einen Surfer raushauen eigentlich. Also normalerweise mache ich einen Voltwechsel. Der Surfer kann man predikten. Die Frage ist, auf was will er dann gehen? Will er auf Tandrak gehen? Geht jetzt auf Tandrak und will eine spezielle Attacke abfangen. Es wäre mir aber zu gefährlich. Ich möchte lieber das Diancie weghaben. Es kann nämlich sich in Mega-Form verwandeln und vielleicht noch Steinpolitur und so weiter. Ich gehe lieber auf einen safen Surfer, auch wenn ich jetzt Voltwechsel machen könnte. Er bleibt tatsächlich drin. Gut, sonst hätte ich nämlich Voltwechsel gemacht. Ich mache den Surfer jetzt. Ich trage übrigens einen Lebenorb. Vermutlich wird dann auch ein Angriff reichen, oder? Ich kann Diancie in der Hinsicht nicht einschätzen. Ah, es macht Schutzschild. Okay, auch nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Übrigens, ich habe mal gesagt, im letzten Kampf, Diancie würde ich als Uber einschätzen. Ist wohl anscheinend doch nicht so, weil ich habe mir schon ein bisschen was dazu angeguckt und habe gesehen, na, so übermäßig ist es nun auch nicht. Hm? Übermäßig, ne? Versteht schon den Wortwitz, ne? Ja. Oh, hätte ich das prediktet, dass er Schutzschild macht, wäre ich jetzt auf Quajutsu gewechselt. Ich würde jetzt eigentlich lieber gern drin bleiben. Brauche ich das? Brauche ich eigentlich meinen Elezard noch dringend? So dringend brauche ich es nämlich gar nicht. Da kann ich es nämlich auch drin lassen, notfalls. Ich bin wahrscheinlich schneller, ich mache noch einen Surfer, komm. Ah ne, ihr wechselt so. Okay. Jetzt kommt Tandrak. Barbie? Das ist nicht Tandrak, oder? Oh doch, okay, das ist doch... Auf die Namensreferenz wäre ich jetzt mal gespannt. Vielleicht schreibt es mir noch irgendwann. Okay, nichts effektiv, das war klar. Okay, Leben abschaben. Okay. Ich wechsle jetzt mal durch den Voltwechsel. Dann bin ich auf jeden Fall schneller.
Und dann kann ich ohne Probleme rauswechseln. Ein bisschen Schaden mache ich auch noch, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Es kriegt ja immerhin Stab, warum auch nicht? Er hat auch wie gesagt kein Boden-Pokémon, er kann in der Hinsicht auch nichts abfangen. Der Voltwechsel ist schon das Sinnvollste, was ich hier machen kann. Denn hier drin bleiben ist, glaube ich, die schlechteste Option für mich. Da wechsle ich auf jeden Fall raus. Er überlegt auf jeden Fall sehr lange. Rechnet ihr jetzt mit dem Switch? Und selbst wenn, was will er jetzt einsetzen? Ist das ein defensives? Also entweder ist es ein offensives Set mit 4 Angriffen. Oder es ist ausgelegt hier schön mit Giftspitzen rauslegen und generell das Team vergiften. Habe ich eigentlich ein Gift-Pokémon dabei? Nee, habe ich nicht. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal auf Calamanero. Deswegen kann immer die Psycho-Klinge, ist sehr effektiv. Und physisch. Er hat kein Unlicht-Pokémon, mit dem er das abfangen könnte. Erstmal an Dariel raus switchen, also mein Calamanero, und erstmal sehen, was er jetzt für einen Move macht. Ich bin gespannt, was er jetzt für eine Art Dings ist. Hydro-Pumpe! Es ist ein offensivfestes Set. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, das ist es definitiv. Okay, das Ding hat bestimmt keine Käferattacke. Das heißt, es lohnt sich auch nicht, dem Ding Wahlschall zu geben. Ich gehe jetzt einfach mal safe für die Psychoklinge. Würde es mit Diancie abfangen wollen? Falls überhaupt, ich weiß es nicht. Oder mit Onagoras. Ich gehe trotzdem mit der Psychoklinge. Auch wenn es hier relativ obvious ist, ich bleibe einfach drauf. Ich spiele jetzt hier safe. Ich glaube auch nicht, dass er drin bleibt. Eine Hydro-Pumpe wird eventuell nicht ausreichen. Je nachdem, ob es jetzt Max Damage war oder nicht. Kommt es auch darauf an, ob die Hydro-Pumpe überhaupt wieder trifft. Ne? Ich hätte jetzt gefailt damit. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen spiele ich lieber Surfer auf Tandrak. Und Tandrak wollte ich mir ja noch züchten. Ja. Und er geht wirklich raus. Okay, habe ich mir denken können. Kommt jetzt Monagoras oder Pumpkin? Kinderlied, das ist Pumpkin. Das ist sowas von Pumpkin. Ja. Schnüffler. Jetzt siehst du meinen Wahlschal. Ich bin auf die Psychoklinge jetzt gescarft. Ja, okay. Okay, Leute. Was möchtest du mir jetzt antun? Machst du jetzt ein Irrlicht? Machst du jetzt eine Pflanze und eine Geistattacke? Geist macht auf jeden Fall keinen Sinn. Ist neutral, klar, aber trotzdem. Kann ich hier ohne Probleme jetzt auf mein Fiaro gehen? Du würdest das erahnen können. Was mache ich da am schlausten? Ich glaube, Fiaro ist der beste Switch hier drauf. Ich gehe jetzt auch auf. Ein Irrlicht kann ich auch abfangen, ist kein Problem. Fiaro hat schon lange nicht mehr mit, muss ich sagen. Auch mein Durengard schon lange nicht mehr. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Ich gehe raus. Kommt hier Fiaro, mein Maskenkönig. Was macht er? Macht er Irrlicht? Das wäre jetzt auch am besten. Nee, er wechselt auch aus. Okay, auf was geht er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Sein eigenes Fiaro zufällig? Nee, Diancie. Anscheinend hat er den Switch predicted. Ich weiß aber gerade nicht, wie groß sich die Init jetzt bei Diancie verändert. Ich sollte trotzdem mal schneller sein, wenn ich jetzt eine Kehrtwende machen will. Und die werde ich jetzt machen. Ja, durch diesen Gesteinstypen da kann ich einiges mit abfangen. Ich bin schneller, mache die Kehrtwende. Wie viel Schaden macht das? Ich bin gespannt. Na, nichts effektiv. War auch klar. Ist nichts Besonderes. Also, jetzt bin ich gespannt. Was will ich machen? Ich glaube, ich gehe jetzt doch am besten mal in mein Durengard. Jetzt ein Diamantensturm oder so kommt, das kann ich abfangen, noch in der defensiven Form. Er macht Gedankengut. Ah, in der Hinsicht ist er also doch ein Boost-Set. Aber ich habe nichts dagegen. Ich habe wirklich nichts dagegen. Obwohl, das hier, dieses Durengard hier ist mein Spezielles, ne? Ja, mit Lichtkanone ausgestattet. Also gut doch, dass er die Spezialverteidigung erhöht. Auf was würde er jetzt wechseln wollen? Er ahnt wahrscheinlich, dass ich physisch bin. Deswegen kann er jetzt auf Pumpkin gehen. Aber es ist natürlich auch gefährlich, wenn ich jetzt eine Geistattacke einsetzen könnte noch zusätzlich. Ja, den Schattenschuss habe ich ja trotzdem dabei. Monagoras könnte auch eine Stahlattacke abkriegen. Das würde er nicht einswitchen. Filinara auch nicht. Eine relativ starke Stahlschwäche mit Monagoras, Filinara und Diancie. Ich gehe auf die Lichtkanone. Komm. Er bleibt. Oh! Er hat Kräfte. Aber das überlebe ich noch. Ich habe noch einen Schwächenschutz. Das überlebe ich. Ja. Schwächenschutz aktiviert sich. Und damit bist du weg, Diancie. Ich glaube nicht, dass du das aushältst. Auch wenn du einen Gedankengut-Boost drin hast. Aber mit Erstkräfte habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass das Ding das drauf haben kann. Ich muss mich mehr mit Diancie beschäftigen in nächster Zeit. Lichtkanone! Doppelt verstärkt durch den Boost und Diancie ist weg. Sehr schön. Jetzt habe ich nur ein Problem.
Schöner Ruf übrigens auch. Was mache ich jetzt mit Durengard noch? Weil viel KP hat das Ding nicht mehr. Ich bin in der Offensivform. Ich kann jetzt ein Königsschild machen zur Not, aber bringt mir das was? Was kann er jetzt machen? Er kann jetzt wahrscheinlich Fiaro reinholen. Er hat ja selbst seins dabei. Mittelfinger. Na? Es ist Fiaro. Okay. Und jetzt mache ich Folgendes, Leute. Warum soll ich die Chance nicht nutzen, auf den Königsschild zu gehen und seinen Angriff damit zu senken? Weil er hat nur kontaktphysische Attacken. Also mache ich es auch. Königsschild. Er bleibt da definitiv drin. Ich kann auch einen Schandstoß machen. Na? Erstmal Königsschild machen. Und was macht er? Ah, okay. Er hat mit einem Angriff gerechnet. Na gut. Ist in Ordnung. Das Problem ist, wenn er jetzt einen Sturzflug macht, ist er schneller. Oder hat er Ruart deswegen gemacht, weil er genau das ausdauern wollte? Weil okay, es war anscheinend für ihn klar, dass ich jetzt Königsschild mache, deswegen hat er Ruart gemacht. Okay, nur deswegen. Er hat anscheinend nicht gedacht, dass ich einen Angriff mache, sondern er hat gewusst, dass ich den Königsschild mache und er wollte nicht angreifen, er wollte Ruart machen. Das war schlau. Hätte ich mal Schutzschild, sag ich schon, Schattenstoß gemacht. Und ich werde jetzt auch den Schattenstoß machen, das bringt mir eh kaum was, weil er ist schneller. Nee, ich bin schneller. Er macht keinen Sturzflug. Nö, das können jetzt wehtun, oder hast du einen Fokus-Score zufällig? Das wird wehtun, mein Freund. Volltreffer. Der hat aber, glaube ich, nicht gemeddert. Okay, warum hast du jetzt keinen Sturzflug gemacht, mein Freund? Du wärst damit schneller gewesen. Oder hast du keinen Orkanschwing? Das würde mich sehr wundern. Warum hat kein Sturzflug? Mit Sturzflug wäre definitiv schneller gewesen mit Orkanschwingen. Cool, des Monagoras. Du könntest jetzt. Du machst bestimmt einen Drachentanz. Warte mal. Ich predikte jetzt, dass er einen Drachentanz macht. Das kann das Ding, glaube ich, ne? Weil ein Königsschild wäre jetzt so offensichtlich. Ich gehe jetzt auf die Lichtkanone. Na? Erdbeben, schade. Na gut, wäre in der Hinsicht eh egal gewesen. Hätte ich noch einen Schattenstoß machen können. Ich habe jetzt mit Drachentanz gerechnet, ist ja auch egal. Immerhin sind Yanzi und Fiaro weg. Das hat mein Duren gerade ganz gut gemacht, muss ich sagen. So, was mache ich da jetzt am besten? Soll ich Quajutsu reinholen? Soll ich Quajutsu reinholen? Ich glaube, das mache ich. Ich gehe auf Quajutsu und bringe safe einen Einstrahl raus. Ich trage einen Fokus-Code, dann hat keinen Entry-Satz rausgeholt. Hallo Quajutsu? Ein Angriff wirst du auf jeden Fall tanken. So, Pumpkin, Felinara und Tandrak hat er noch. Ich glaube, ich gehe auf einen Einstrahl. Ich würde Tandrak und Pumpkin damit sehr effektiv treffen. Immerhin. Bei Felinara, das Ding hat eine höhere spezielle Verteidigung. Vermutlich wechselt er jetzt in Felinara. Ist mir jetzt aber auch egal, ich gehe auf einen Eisstrahl. Er geht raus, vermutlich auf Felinara, wie ich gedacht habe, oder? Ich denke jetzt, es kommt ein Surfer. Nicht. Sheila ist wahrscheinlich dein Felinara, ich habe es doch geahnt. Nennt sich da schon mal Glück, dass mein Durengard schon weg ist. Dann kommt der Eisstrahl vielleicht gegen Freeze. Das wäre jetzt verdient eigentlich. Crit? Okay, Crit geht ja auch noch. Ich meine, Freeze hat er im letzten Part bekommen, ne? Nur so noch zum Hinweis für die, die sich nicht mehr erinnern können. Was mache ich denn jetzt mal Schönes? Ich bin jetzt vom Typ Eis eigentlich. Hat eine sehr effektive Attacke. Ich kann jetzt wenn jetzt eine Feenattacke einsetzen würde, ich kann Elfiaro wechseln. Das Ding hält auf jeden Fall eine Feenattacke aus. Ich bin ja vom Typ Feuer, somit resiste ich eine Attacke. Was kann dieses Felinara? Es kann einen Hyperstrahl zum Beispiel für eine Feenattacke. Es kann Spukball lernen. Ich muss das Ding irgendwie physisch down kriegen. Brauche ich mein Quajutsu eigentlich noch? Gegen Punch-Im brauche ich es nicht mehr. Gegen Monagoras kann ich es noch benutzen. Ja, da wäre es noch am. Ja. Ich brauche ihn noch gegen Monagoras. Aber Fiaro? Könnte ich gegen Pumpkin noch gebrauchen? Den Tandrak vielleicht auch noch? Ich gehe auf Fiaro. Ich habe noch volle KP. Ich habe gerade vergessen, was für ein Item ich halte. Hatte ich eigentlich Überreste drauf? Ich weiß es gerade nicht. Muss man gucken. Na, was passiert jetzt? Schutzschild. Oh, okay, das ist auch in Ordnung. Damit könnte ich mal safe switchen und er hat die Überreste drauf, damit wäre das geklärt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe nicht tatsächlich vergessen, was ich für ein Item trage. Massenkönig Bericht. Ich trage Überreste. Okay. Geht er jetzt auf Monagoras? Geht er auf Monagoras? Er hat damit einen Vorteil eigentlich. Physisch-defensiv kannst du ja einiges aushalten. Und er resistet sowohl Feuer als auch Flug.
Und Käfer ebenfalls. Ich mache jetzt die Kehrtwende. Ja, er wechselt aus. Damit habe ich gerechnet. Okay. Geht auf Monagoras. Das ist sehr offensichtlich. Ja, okay. Damit wird das geklärt. Und ich kann wieder ohne Probleme auf mein Fiaro Kehrtwende einsetzen. Dann kann ich auch wieder auf Kyujutsu wechseln, wenn ich will. Und nochmal einen Eisstrahl rausholen. Ja, geht vom Schaden her eigentlich. Ne? Ich meine, es ist ein Monagoras. Oder soll ich doch mal was anderes probieren als Kyujutsu? Ich könnte auch auf mein Skarft. Ich glaube. Oh, das wird gefährlich. Ich könnte auch mein Skarft Calamanero gehen und Nahkampf Kraftkloss machen, aber er hat noch einen Pumpgin bei seiner Seite da. Bei seiner Seite. Das wird mir nicht gefallen. Auch Eldritch, also mein. Wie heißt denn das noch? Briaron. Kann ich da schlecht reinsetzen und einen Pflanzenattacker machen, wenn er noch Tantrak hat. Damit bin ich auch alles mit. Als Gift-Pokémon kann er wirklich dann alles wunderbar. Ja, kontern. Aber auch Edelsatt ist mir zu gefährlich. Ein Surfer reicht vermutlich nicht aus. Ich gehe wieder auf Kyujutsu, komm. Was soll's. Ich gehe wieder auf Kyujutsu. So. Ich kann wieder auf einen Eisstrahl gehen. Macht immerhin ein bisschen Schaden. Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Eisstrahl. Geht er wieder auf Hinara, ist zu vermuten, so wie ich es eben gemacht habe. Deswegen kann das Pokémon-Karussell den nächsten Halt anlegen. Ich finde Monagoros und Shiny auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das sieht für mich. Ich weiß gar nicht, was ich cooler finden soll. In Blau oder in Rot? Naja. Ich weiß nicht. Egal. Er überlegt anscheinend noch um einiges länger als ich, ob er wieder auf Filinara geht. Weil ein Eisstrahl wird jetzt jedem Pokémon wehtun. Außer Filinara. Ne? Pumpgin, sehr effektiv getroffen. Tantrak auch, obwohl es speziell defensiv ist, so wie es aussieht. Mit der Offensivweste natürlich. Wenn Monagoros drin bleibt, kriegt er auch sehr viel Schaden. Ich glaube, er überlegt gerade, ob ich wirklich eine Fokus-Go trage. In so einer Situation kann er. Okay, er bleibt drin. Reicht das aus? Reicht der Eisstrahl aus? Jo, er reicht aus. Sehr gut, Kyujutsu. Sehr schön. Nur Groß ist besiegt oder er wollte einen Safe-Switch haben. Vielleicht hat er gehofft, dass ein Eisstrahl nicht ausreicht. War ja immerhin neutral, aber komm. Die Spezialdefensive von Monagoras ist nicht die beste und er kann jetzt safe sein Filinara reinswitchen. Das war vielleicht gar nicht mal so dumm. Macht er jetzt wieder Schutzschild und kann wieder Überreste recovern? Pass mal auf, also so wie es eben war, ich könnte jetzt in Fiaro wechseln, das könnt ihr jetzt predikten. Zuvor hat er ja das Schutzschild gemacht. Ich weiß nicht, wie das jetzt wieder macht. Bleibe ich da jetzt drin? Ich weiß nicht, aber Kyujutsu brauche ich eigentlich nicht mehr. Gegen Tantrak, gut, mit Eisstrahl kann ich noch was machen, aber. Ist zwar sehr effektiv, aber speziell defensiv und Pumpgin, Pflanzen-Pokémon. Ich weiß nicht, ich bin zwar auch schneller da, aber. Filinara kontert mein Team ganz schön gut eigentlich, weil ich habe eine relativ starke Feenschwäche jetzt noch mit meinen übrigen Pokémon. Gehe ich jetzt doch lieber auf. Gehe ich jetzt auf mein Elisard? Das kann speziell offensiv auch nicht wirklich viel machen. Ich müsste Fiaro gehen, das ist das einzige Pokémon, was effektiv was machen kann. Ich bleibe jetzt drin. Ich bleibe jetzt drin und mache Folgendes, und zwar mit Eisstrahl. Vielleicht kriege ich einen Freeze. So. Ich mache den Eisstrahl, ich bleibe vom Typ Eis. Was passiert? Schallwelle. Okay, die Mega-Schallwelle. Und ich komme noch nicht mal auf den Focus Code runter. Ich muss jetzt was safe rein switchen können. Ich muss jetzt was opfern. Und das wird jetzt Kyujutsu sein, auch wenn ich das ungern mache. Wenn ich jetzt Fiaro reinholen kann. Kann ich ohne Probleme eigentlich jetzt in den Sturzflug gehen, weil Monagoras weg ist. Das würde ja mein Fiaro total auskontern, defensiv. Den Sturzflug kann ich nichts verkehrt machen, sowohl auf Filinara als auch auf Punchin, als auch auf Tantrak. Ich bleibe weiter hier drin und mache den Eisstrahl. Vielleicht kriege ich doch noch den Freeze. Komm schon. Das wäre nur gerecht. Das wäre nur gerecht. Aber nee, er macht den Wunschtraum, okay. Er will hier noch ein bisschen stallen. Aber das Ding wird trotzdem keinen Sturzflug tanken können. Erstmal Überreste. So, und jetzt den Freeze. Komm schon, das wäre jetzt schön. Oder Crit Freeze. Aber Crit wird jetzt auch nicht ausreichen. Das heißt, den Wunschschirm kriegt er auf jeden Fall ab jetzt. Na? Schallwelle. Kein Crit, kein Freeze. Ich bin weg. Okay. Aber Kyujutsu hat einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Denn jetzt kann Fiaro hier schön was machen. Ich denke mal nicht, dass Filinari das jetzt noch aushält. Auch wenn es ganz gut im grünen Bereich ist. Das hält es nicht aus. Das hält es nicht aus. Guck mal, Massenkönig, ich resiste doch einer Schallwelle. Er hat jetzt gezeigt. Wunschtraum
Und Schallewelle. Er hat bisher noch nichts anderes gezeigt, ne? Dann gehe ich jetzt auf den Sturzflug und ich bin gespannt, was er macht. Er bleibt vermutlich drin. Er macht Schutz. Okay. Das geht noch klar. Dann kann er noch Überreste recovern. Das war anscheinend sein Ziel. Kein Problem. Ich hoffe, das reicht trotzdem noch aus. Ich hoffe, es reicht trotzdem aus. Kapiga darf man auch nicht unterschätzen. Na, es kann sein, dass es nicht ausreicht. Ich probiere es trotzdem. Sturzflug. So. Es kann noch eng werden, Leute. Es kann noch sehr eng werden. Mein Fiero brauche ich auf jeden Fall. Eine Attacke werde ich überleben von seinem Filinara, bin ich mir sicher. Nach dem Sturzflug kann ich notfalls auch auf eine Kehrtwende gehen, wenn ich will. Oder auf einen Ruheort. Dann verliere ich auch meinen Flugtypen. Sturzflug. So, wie viel Schaden macht das? Kriege ich einen Crit vielleicht oder sowas? Wir werden sehen. Es reicht nicht ganz. Hätte auch ohne Schutzschild vorher gereicht. Und er macht einen Wunschtraum. Okay, das ist für eins seiner Pokémon, was gleich reinkommt, denn. Obwohl, nee, das ist ja ein Wish-Protect-Viech. Klar. Schutzschild hat er auch gezeigt. Jetzt wird er Schutzschild machen. Er geht jetzt definitiv. Das wird ein Stallkampf hier. Das wird ein Stallkampf. Das ist jetzt echt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Das kann sich jetzt noch eine Weile hinziehen. Ich gehe jetzt auf einen Ruheort und heile mich noch ein bisschen. Oder wenn er jetzt nicht Schutzschild macht, dann wird es definitiv machen. Nein! Er geht raus. Für ein Pokémon, was jetzt das Ding abkriegen soll. Sein Kinderlied. Interessant. Schnüffler. Jetzt seht ihr die Überreste. Interessant. Jetzt kriegt er zwar wieder vollgeheilt. Und es kann natürlich physisch defensiv einiges aushalten, das weiß ich. Aber was will er mit Kinderlied gegen mich machen? Irrlicht bringt ihm nichts. Will er physisch angreifen? Was mache ich jetzt am besten? Soll ich in. Ich gehe jetzt einfach mal, weil ich es kaum noch gebrauchen werde wahrscheinlich. Außer gegen Tandrak. Oder gehe ich wirklich doch in meinen Calamanero? Das ist echt jetzt schwer gerade. Muss ich ehrlich zugeben. Weil ein Sturzflug wird vermutlich nicht ausreichen, meine ich jetzt. Bei dem physischen Bulk. Er hat aber nichts sehr Effektives gegen meinen Andariel. Oder gehe ich jetzt doch lieber. Nee, ich muss in den Andariel rein. Ich muss in den Andariel rein. Leider bringt mir mein Brio jetzt gar nichts mehr überhaupt in diesem Kampf. Gegen Punchim nichts, physisch defensiv, gegen Tyranitar nichts, habe ich nichts Effektives. Und gegen Filenara auch nicht. Das wird mich sofort besiegen mit der Schallwelle. Egelsamen! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist interessant. So. Was mache ich jetzt am schlauesten? Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde ihm jetzt den Wahlschall zupassen. Mit dem Wechsel dich. Kann auch sein, dass er jetzt in viele Nahre geht, was ich vermute. Ach, er macht Schutzschild. Okay. Wechselt die funktioniert somit nicht. Er kriegt jetzt nochmal Egelsamen. Das dauert hier ganz schön mit seinen Pokémon, muss ich sagen. Daryl kann ich eigentlich nochmal opfern, wenn ich jetzt will. Ich kann jetzt ohne Probleme auf den Wechseldich gehen. Er hat eigentlich nur noch defensive Pokémon. Und dann kriegt irgendwas einen Wahlschall jetzt ab. Jetzt muss er überlegen, in was. Was wechselt er oder was soll jetzt am besten den Wahlschall kriegen? Er geht raus. Tandrak? Soll es einen Wahlschall kriegen oder Felinara? Es soll Tandrak sein. Was ich mich jetzt frage. Eine sehr interessante Sache. Jetzt kommt Offensivfessel, damit habe ich gerechnet. Er kriegt nochmal Igelsamen. Ist er mit Wahlschall schneller? Tandrak ist gar nicht mal so schnell, oder? Es kann schneller. Ich werde jetzt auf jeden Fall Psychoklinge einsetzen. Jetzt kann ich das machen. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Eine spezielle Attacke werde ich nicht aushalten, auch trotz Offensivweste. Psychoklinge und? Wer ist schneller? Oder will mich jetzt ausdauern? Ja, er stört mich aus. Er stört mich tatsächlich aus. Geht jetzt auf sein Killerlied zurück. Okay, ich das jetzt predige, wäre auf den Nachthieb gegangen, ne? Schnüffler, jetzt habe ich die Offensivweste erschnüffelt, schön. Psychoklinge. Ja, war gar nicht mehr so wenig. Überlebe ich eigentlich noch einen Egelsamen? Ja, tatsächlich, cool. Was ich jetzt machen kann, ist Nachthieb machen, wenn das sehr effektiv. Aber wir können jetzt auch auf Filinara gehen. Aber dann bin ich ja, ich hätte gar nichts dagegen, wenn er jetzt darauf geht. Ich mache den Nachthieb. Na, geht er rauf? Geht er auf Filinara? Er macht. Oh, okay. Er hat da auch noch Schutzschild drauf. Okay. Ist ja jetzt auch egal.
Oh Mann, jetzt dort hier noch ganz schön. Igelsam Schutzschild. Haben wir jetzt gesehen. Ah, warum habe ich hier denn ausgerechnet die defensiven Pokémon von ihm übrig gelassen? Die Anzieher, Fiara und Monagora sind ja besiegt bereits. Gehe ich jetzt mal in Elesaat? Ein Brion bringt mir überhaupt nichts. Das ist total schade. Und gehe ich doch in den Maskenkönig. Aber da reicht ein Sturzflug nicht aus. Aber was will das gegen mich machen? Gehe ich jetzt in Fiaro oder in Elesaat? Was mache ich da jetzt am schlausten? Ich glaube, ich gehe jetzt echt mal erst auf Elesaat. Weil das kann ich nur gegen Punchen gebrauchen eigentlich. So. Was mache ich? Mache ich eine Finsteraura? Ich mache eine Finsteraura. Geht wahrscheinlich auf Illinara. Mir scheißegal jetzt. Ich bleibe jetzt mit Elesaat drin. Kann mit Live-Out nochmal schön viel Schaden machen. Ich mache die Finsteraura. Vielleicht rechnet er nicht damit. Wäre schon ziemlich lustig, denn eine Finsteraura könnte echt ausreichen jetzt. Ist immer speziell. Bei dem Spezialangriff von meinem Artegel und dann auch noch mit Live-Orb. Weil ich vermute mal, dass ein Tantrik ohne ein Felinara geht. Ja, Felinara sogar noch wahrscheinlicher. Ja, da ist es auch schon. Aber das hat ja kaum noch KP. Und ich bin mit Sicherheit schneller. Vielleicht reicht eine Finsteraura sogar aus. Nee, ganz knapp nicht. Und obwohl es ein Crit war, okay. War aber auch nicht sehr effektiv, muss ich erwähnen. Aber dieses Finnara will ich jetzt besiegen. Schon fast vergessen, dass das Ding ja schon so gut wie besiegt war. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal auf den Voltwechsel. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt auf den Voltwechsel, der wird ausreichen. Gut, das switcht er raus. Wäre mir jetzt auch egal. Voltwechsel müsste reichen. Kriegt Stab. Ich habe noch einen Donner drauf, aber der trifft zu 30% nicht und ich weiß, dass er gleich verfehlen würde. Und er macht nochmal Schutzschild. Ah! Hör doch mal auf in deinem Scheiß Protect jetzt. Und er hat mir vor kurzem noch geschrieben, du wirst auch mit Crits um dich, ne? Naja, wenn sie nötig sind, gerade eben habe ich bisher keine bekommen. Jetzt ist er wieder im gelben Bereich, aber trotzdem wird ein Voltwechsel ausreichen. Meine ich. Oder? Komm schon, reich aus. Ja, okay. Felinara ist damit besiegt. Jetzt hat nur noch Punchin und Tantrak. Jetzt kann ich in Fiaro gehen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich kann Sturzflug machen. So, erstmal zu Fiaro. Auf Tantrak wird es auch viel Schaden machen. Ich weiß, das Ding hat eine Hydro-Pumpe. Aber Tantrak ist speziell defensiv. Mit Offensivwässer habe ich jetzt schon oft genug gesagt, klar. Ich schreibe mal ganz kurz zurück. So. Punchin oder Tantrak? Vermute ich eher Tantrak. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber wenn das Ding weg ist, hat er ein Problem. Denn ich habe immer noch mein Elesaat und das kann eine Finsteraura gegen Punchin. Gut, gut, gut. Was ich auch machen könnte. Obwohl es mir kaum was bringen wird. Er geht doch in Kinderlied, okay? Weil mein Elesaat hat Trockenheit und kann er mit einer Wasserattacke von, also eine Hydro-Pumpe von Tantrak aufsaugen. Aber es bringt mir kaum was. So, Massenkönig, mach mal einen Sturzflug. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Schaden das macht. Wird's ausreichen? Vielleicht kommt ja noch ein Crit, so wie es Pokécookie hier die ganze Zeit anzeigt. Es reicht nicht. Es war auch kein Crit. Ich krieg Schaden durch Rückstoß und Beulenhelm. Okay. Und der Irrsam. Wir wissen, das Ding hat Schutzschild. Und auf dieses Schutzschild wird jetzt sowas von gehen, nur noch ein bisschen Irrsam zu stallen. Ich kriege jetzt nochmal Überreste. Ich kann jetzt nochmal auf Ruhrort gehen, ohne Probleme. Ich glaube, er hat nichts mehr gegen mich. Also zumindest auf seinem Punchin. Einen weiteren Sturz wird er nicht überleben. Ich gehe jetzt auf den Ruhrort. Er macht kein Schutzschild. Warum machst du da jetzt kein Schutzschild? Oder war das zu predictable? Samenbomben hat er drauf, aber das würde ich resisten. Oh ja, um einiges. Hat sich Ruhrort sogar mehr gelohnt, als nochmal anzugreifen, tatsächlich. Auch wenn er jetzt ein paar mehr KP bekommt, Sturzflug wird trotzdem reichen. Auch wenn ich dann umso mehr Rückstoßschaden bekomme, je mehr KP ich ihm abziehe. Ah, ob das jetzt. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt besser war oder nicht. Wenn er jetzt wiederum auf Schutzschild geht, ne, dann werde ich dich hassen. Natürlich gehe ich jetzt auf Schutzschild! Ah! Mann, warum? Warum tust du mir das an? Oh, ist mir das auch scheißegal, ich gehe jetzt nochmal auf den Sturzflug. Ah, jetzt hätte ich hier auch um Ruhrort machen müssen, ne?
Ich bin jetzt schneller. Und wenn ich ihn besiegt habe. Und Stoßfuß sollte jetzt reichen, oder? Oder? Ja, sollte reichen. Trotzdem noch. Dann kriege ich auch keinen Egelsamm-Schaden mehr. Sturzflug. Stirbt du für meine. Ich wollte gerade sagen, er wollte den Double Protect machen. Er wollte ihn machen, hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Okay. Bist du jetzt weg? Ja. Gott sei Dank. Punchin weg. Kriegen aber Beulenhelm-Schaden. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich kriege verdammt viel Schaden. Ich muss jetzt saumäßig aufpassen, Leute. Ich muss saumäßig aufpassen. Weil ich will jetzt nicht riskieren, dass ein Sturzflug nicht rausreicht. Denn mein Fiara ist ziemlich das einzige Pokémon, was ich hier noch brauchen werde gegen Tandrak. Ich gehe jetzt zurück auf mein, oder? Ich gehe jetzt erstmal auf mein Brigaron. Das kann gegen Tandrak eigentlich gar nichts mehr machen. Aber ich brauche dann einen Safe-Switch wieder zurück auf Fiaro. Das ist jetzt nötig, weil ich weiß nicht, ob das jetzt ausreichen wird. Und jetzt geht es mal mit Matschbomben. Das hat er predicted vielleicht. Kugelsicher. Ach Mensch, stimmt. Bombenattacken kann ich ja einfach abfangen. Okay, das hatte ich da vergessen. Ich mache jetzt einfach mal einen Holzhammer. Er bleibt auf Matschbombe. Hallo? Hat er jetzt mit dem Switch gerechnet? Oder hat er das übersehen gerade? Okay, macht mehr Schaden, als ich dachte tatsächlich. Und er hat jetzt gerade geschrieben, Uber meddert. Naja, Fiaro ist kein Uber. Und Turungat hat zwar schnell die ersten beiden Pokémon schnell besiegt. Und trotzdem. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Er hat den Kampf aufgegeben. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das war interessant. Ich speichere den Kampf mal. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. GG. Okay, ich hätte den Kampf auf jeden Fall gewonnen, weil ich hätte mit Brio nur noch ein bisschen mehr Schaden machen müssen. Ach, verdammt, natürlich. Der hat doch den Wartschal. Ich bin. Sorry, ich bin blöd. Natürlich hat er dadurch den Kampf verloren. Ich bin total bescheuert. Klar, ich habe ihm doch den Wartschal mit meinem Calamanero zugepasst. Das heißt, er war auf Matschbombe gescarft und ich hatte Kugelsicher auf meinem Brioron. Und ich sagte noch zuvor, Brioron bringt mir gar nichts mit dem Kampf. Auf jeden Fall, das kam schnell. GG an Pokicookie. Das war ein sehr, sehr schöner Kampf, muss ich sagen. Er hat geschrieben, übermeddert, aber weiß nicht. Klar, Durungat war hier sehr wichtig gegen Fiare und Diancie. Aber hätte Fiare Sturzflug eingesetzt, wäre Durungat weg gewesen. Dann wäre er schnell weg. Und Quaiutsu hat jetzt zwar Monagoras besiegt, aber lange blieb es auch nicht. Ich muss es ja gegen viele Nahre opfern. Also so richtig hätte es nicht gemeddert. Hab total vergessen, dass das Ding ja gescarft war, natürlich. Ich bin ja auch blöd. Egal, meine Lieben, das war der Kampf für heute. Der sechste Kampf und also der sechste Gen-Kampf. Und damit führe ich jetzt 4 zu 2, somit habe ich die Gen Battles offiziell gewonnen. Und dennoch wird natürlich noch ein weiterer Kampf folgen, und zwar der siebte Gen-Kampf. Damit meine ich nicht mit einen Kampf mit Pokémon aus der siebten Gen, sondern jeder nimmt sechs Pokémon mit, und zwar ein Pokémon jeweils aus jeder Generation. Bin gespannt, wie das laufen wird. Die Aufnahme läuft eigentlich schon viel zu lang. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ebenfalls wieder gegen Pokécookie zum nächsten Mal. Bis dann und auf Wiedersehen.